Wenn die Wissenschaft die Frage beantwortet, wer wir sind, dann sagt sie, dass wir zuerst 6 getrennte Fragen beantworten müssen. 6 Unterfragen unter dem Schirm der Frage, wer wir sind. Wenn wir uns eine umgedrehte Pyramide vorstellen, die Spitze also unten und der Mitte der Pyramide sind diese 6 Fragen, dann sind auf der linken Seite die alten Antworten und auf der rechten Seite die neuen Antworten. Das ist ein gutes Bild für uns, um zu verstehen, warum wir dazu verleitet wurden, die Dinge zu glauben, die uns Glauben gemacht wurden und wie die neuen Entdeckungen uns helfen, diese Glaubenssätze zu ändern. Wir beginnen am Boden der Pyramide. Die grundlegendste Frage, wenn wir die Frage stellen, wer wir sind, wo kommen wir her? Was ist der Ursprung? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, was ist der Ursprung des Menschlichen? Denn das könnte etwas anderes sein als die Ursprünge anderer Lebensformen. Bei der dritten Frage geht es um Beziehungen. Was ist unsere Beziehung zu unserem Körper? Die nächste Frage ist, was ist unsere Beziehung zur Welt über unseren Körper hinaus? Und die nächste Frage ist, was ist unsere Beziehung zur Vergangenheit? Ist sie linear oder ist sie zyklisch? Und die letzte Frage ist, was ist unsere Beziehung zur Natur? Die Wissenschaft sagt, dass wenn wir diese 6 Fragen beantworten können, wir die Möglichkeit haben, die große Frage, wer wir sind, zu beantworten. Wer bin ich? Was daran so interessant ist, dass in den letzten 300 Jahren, wir sagen, dass die Wissenschaft vor 300 Jahren begann, als Isaac Newton die Gesetze der Physik aufstellte. Etwa 300 Jahre lang hat die Wissenschaft also versucht, diese 6 grundlegenden Fragen zu beantworten. Und ihre Antworten haben uns zu einer Geschichte der Trennung geführt. Sie haben uns gesagt, dass der Ursprung des Lebens Zufall ist, dass der Ursprung des menschlichen Lebens Zufall ist, dass wir von unserem Körper getrennt sind und im Grunde genommen machtlos, wenn es um die Heilung unseres Körpers geht oder darum, die Art zu regulieren, wie unser Körper in der Welt funktioniert. Sie haben uns gesagt, dass wir von der Welt über unseren Körper hinaus getrennt sind. Nicht nur haben wir sehr wenig Einfluss darauf, was innen passiert, sondern wir haben auch keinen Einfluss auf das, was in der Welt über unseren Körper hinaus passiert. Und sie haben uns auch gesagt, dass unser Verhältnis zur Vergangenheit linear ist. Und das ist wichtig, denn der Glaube ist, dass Zivilisation ein einziges Mal aufgetreten ist. Sie begann vor etwa 5000 Jahren in Alpen Mesopotamien, in dieser Region, in Ägypten und China. Und sie hat sich in linearer Form entwickelt, bis zu dem Punkt, an dem wir heute sind, diesem Gipfel der Perfektion, an dem wir heute sind. Und das sei nur einmal geschehen. Die letzte Frage begann 1859. Charles Darwin fing an, uns zu erzählen, dass das grundlegende Gesetz der Natur auf Kampf und dem Überleben des Stärksten beruht. Das sind die Worte, die er nutzte. Dass Natur auf dem Modell des Wettkampfs und des Konfliktes beruht. Diese Vorstellung von Trennung von uns selbst, von der Welt, von Wettkampf und Konflikt sind so tief in unserem Leben, in unserer Welt verankert, dass wir sie beinahe für selbstverständlich halten. Manchmal erkennen wir nicht einmal, wie tief diese Glaubenssätze heute in unserem Leben verwurzelt sind. Sie sind in den Ökonomien der Welt verwurzelt, die derzeit tatsächlich unter dem Gewicht ihrer Unzumutbarkeit einknicken und zusammenbringen. Sie sind tief verwurzelt in den Vorstellungen der Konzerne, in der Art, wie Menschen zusammenarbeiten, in der Art, wie wir Ressourcen teilen, in der Art, wie wir unseren Körper heilen. All diese Vorstellungen, das medizinische Modell basiert beispielsweise auf dem Glauben von Trennung. Und die beste Wissenschaft des späten 20. und jetzt des frühen 21. Jahrhunderts hat 300 Jahre wissenschaftlichen Denkens auf den Kopf gestellt. Einerseits mit neuen Entdeckungen, die von Fachleuten geprüft in der wissenschaftlichen Literatur stehen, und andererseits gibt es ein Zögern und oft geradezu einen Widerstand, das im Mainstream zu teilen. Deshalb sieht man diese neuen Entdeckungen, die 300 Jahre Wissenschaft auf den Kopf stellen, häufig nicht in den Klassenzimmern und Lehrbüchern und den Dokumentationen in den Mainstream-Medien. Aus vielen Gründen. Was sind also die neuen Ideen? Die derzeit beste Wissenschaft des späten 20. und frühen 21. Jahrhunderts sagt uns, dass der Ursprung des Lebens sicherlich nicht zufällig ist. Physische Beweise sagen uns, die Wissenschaft sagt uns, dass der Ursprung des menschlichen Lebens, die DNA sagt uns, dass wir nicht zufällig sind. Wir können noch mehr darüber sprechen, was das bedeutet, aber wir sind sicherlich kein Produkt eines evolutionären Zufalls der Biologie, der vor 200.000 Jahren passiert ist. Und die beste Wissenschaft unserer Zeit sagt uns, dass wir stark mit unserem Körper verbunden sind. Und das ist wichtig. Sie sagt uns,
dass unsere Gedanken, Gefühle, Emotionen und Glaubenssätze, die sowohl im Gehirn als auch im Herzen entstehen, die Chemie aktivieren, die tatsächlich Krankheiten umkehren, unseren Körper heilen und Langlebigkeit auf solche Art aktivieren kann, wie es im Westen nicht weitläufig akzeptiert wird. Und das ist es, was uns die beste Wissenschaft heute sagt. Diese Wissenschaft sagt uns, dass wir stark mit der Welt verbunden sind, die über unseren Körper hinausgeht. Die Quantenphysik erzählt uns ohne jeden Zweifel von dieser Verbindung. Es gibt nicht länger eine Kontroverse, ob wir miteinander in der Welt verbunden sind oder nicht. Die Kontroverse geht darum, zu welchem Grad wir verbunden sind, wie tief unsere Verbindung geht, wie tiefgreifend wir beeinflussen können. Hat dir dieses Video gefallen? Gib uns ein Zeichen und lasse einen Daumen nach oben da. Bist du interessiert an weiteren solchen kostenlosen Videos? Dann abonniere unbedingt unseren Kanal und drücke die Benachrichtigungsglocke, denn nur so stellst du sicher, dass du kein weiteres Video verpasst. Danke dir und bis zum nächsten Video.